Ja, wir sehen hier letztendlich gestern Nacht noch, kurz nachdem ich das letzte Video zum DAX gemacht habe, ist der DAX tatsächlich noch unter 9000 abgesoffen. Ja, also eigentlich könnten wir uns jetzt hier so ähnliche Szenarien, so eine Art Bodenbildung vorstellen. Ja, die Wohle hat sich auch etwas wieder beruhigt, aber wir haben natürlich eine ganz andere Situation wie wahrscheinlich 2014 oder 2016. Von daher kann man es natürlich nicht alles vergleichen, aber rein von der Charttechnik her wäre jetzt eine Bodenbildung fällig. Man sieht jetzt heute auch mal wieder die ersten Pluses in einigen Aktien. Und jetzt muss ich mir gerade noch mal einen Kaffee machen. Läuft denn überhaupt die Kamera? Ja, läuft. Von daher natürlich bin ich höchst vorsichtig. Ich habe ja kaum noch Aktien, also DAX-Aktien habe ich ja sowieso nur sehr wenige schon immer gehabt. Da habe ich jetzt nur noch ein paar Siemens. Ja, die sind halt gestern, wo sind wir denn da jetzt momentan? Bei 70 Euro oder so. 74 Euro ist natürlich schon krass, aber wir müssen auch schauen, damals in der Finanzkrise war Siemens halt auf 40 Euro. Ja? Also das ist dann nochmal die Hälfte. Und was habe ich noch? SAP, ist auch ganz lustig, da mache ich nochmal dann das ist ein extra Video. Da habe ich eine uralte Kauforder gehabt vom Juli noch. Da wollte ich SAP bei 86 Euro, habe ich da eine Kauforder gehabt. Und wir waren jetzt fast so weit dran. Ja? Also ganz kurz waren wir, glaube ich, unter 90 gestern oder vorgestern. ist aber nicht ausgelöst worden. Ja? Von SAP wie von meisten anderen Aktien auch bin ich schon seit längerer Zeit fast raus. Also bis auf ein, zwei Aktien noch oder sowas, ja. Ja, ansonsten hält sich das bei mir gerade die Waage, ist ja auch klar, ne? Ja. Dann beim nächsten Video schauen wir uns mal ganz genau an, welche DAX-Aktien ich sozusagen noch im Portfolio habe. Wir haben nur ganz kleine Positionen, beziehungsweise insgesamt würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal kleine Brötchen backen, ja, bis sich eventuell die Gesamtsituation wieder mal gebessert hat. Und das könnte theoretisch auch noch eine Weile dauern. Von daher denke ich mal, dass jetzt hier eine ähnliche Situation entstehen könnte, wie wir sie schon hier oben hatten bei 10, bei 11.500 bis 12.000, wo es auch so ein bisschen, das ist jetzt ein Wochenchart, ja, diese Woche hier, wo wir nach oben mal ein bisschen sind, wieder gelaufen und so weiter. Wenn wir wenigstens was Ähnliches wie die Konsolidierung sehen, ja, dass wir letztendlich nächste Woche auch so einen Balken sehen, so einen Balken wie den hier. Ja, da wo ein bisschen auf der Stelle, sagen wir mal, von 500 Punkte Unterschied auf der Stelle tanzt. Aber ob das dann schon die absolute Konsolidierung ist, das heißt, ob wir das dann sozusagen in den Wochen sich fortpflanzt und wir letztendlich auch wirklich einen Boden bilden, der auch mal guten Jagd daran kann, wie man hier sehen kann. Naja. Das wird die Zeit mit sich bringen, das weiß niemand. Und von daher müssen wir einfach abwarten. Bis dann. Ja, hallo, grüß euch einen wunderschönen guten Morgen. Und heute geht es um meine zwei hübschen ETFs, die sich gestern und vorgestern und vorvorgestern relativ gut entwickelt haben. Und ja, ganz frech und böse war ich gestern. Da habe ich sogar einen mini kleinen ja, Optionsschein-Call auf die Visa-Card. Da hatte ich ja schon in der Woche davor eine relativ gute Erfahrung gemacht. Schnell rein und raus, ja. In der Erholungsphase. Wir haben ja gestern und vorgestern und letztendlich die letzten 1, 2, 3 Videos über den DAX. Einfach hier unten nochmal klicken oder hier oben oder einfach auf meinem YouTube-Kanal mal nachschauen. Dass wir jetzt in so einer Widerstandszone, also gestern sind wir noch fast bis auf 8.500 Punkte abgetaucht, so wie halt erwartet. Ja. Aufgrund der starken Volatilität müssen wir einfach auch die Range, also die Range, also die Bandbreite ein bisschen weiter auseinanderziehen und die Treffsicherheit. Ich zeige dann auch noch mal gleich den DAX-Chart. Jetzt immer ganz kurz hier nur die ETFs. Ja.
Also ich habe jetzt hier den Volawix, der super sich entwickelt, natürlich aufgrund der Volatilität, ja. Den habe ich schon vor 2 Wochen gekauft, einfach mal so zum Test. Eine Mini-Position damals. Ja, da hatte ich noch wesentlich mehr Aktien auch, wo ich jetzt auch mittlerweile raus bin. Aber naja, es sind mein 783 € Gewinn. Ja, also 93%. Kann man doch lassen, oder? Also hier dann den Short, leichte Short-Position, bin ich vor 2 Tagen erst rein. Hätte natürlich auch früher machen können, ja. Und dort habe ich ja, heute natürlich geht es wieder ein bisschen ins Minus rein, weil, also nehme ich immer an, dass eventuell, theoretisch könnte natürlich heute, wie gesagt, eine Art Bodenbildung passieren zwischen 8.500 und 9.500. Und dann wäre ich hier quasi hier mit 92 Euro quasi 6%, also plus minus. Also es ist so ein kleiner Hedge, falls die Börse oder der DAX nochmal eine Welle, eine richtig satte Welle erleben würde. Ja. Hier das Minus ist nur deswegen, weil die Position, weil das System das so rechnet. Von allem, was du davor auch schon gemacht hast. Das heißt also, ich hatte diesen einmal als Hedge schon letztes Jahr benutzt, also schon öfter immer mal wieder, und da ist ja die Börse immer nur nach oben gegangen. Ja, also und somit kam halt eben das Minus zustande. Ja, das ist jetzt nicht aus der Aktion, die ich, also aus den Trades, die ich jetzt vor ein paar Wochen oder paar Tage erst gemacht habe. Sondern das ist schon ein Jahr alt oder so, ja, und das zählt aber, wenn du dann denselben Tracker wieder nimmst und denselben Swap, das ist ja gar kein ETF oder was, ja, auf jeden Fall, dann macht das eben das System, deswegen ist dann Minus, okay, das war es eigentlich soweit zum Thema.